Hier, bitte. Stimmt so. Ich muss zum Kaufhausparkplatz in Little Italy. Sind Sie frei? Kein Problem, fahren wir. Nehmen Sie bitte die Giuliano Bridge und dann den Tunnel. Das ist am kürzesten. Das ist unser letzter Fahrgast und der anspruchsvollste von allen. Ihr habt es ja eben gehört, er will erst über die Brücke und dann durch den Tunnel gebracht werden. Wir fahren mit ihm durch die ganze Stadt. Sprich, hier muss auch wirklich alles reibungslos klappen. Wir dürfen nichts rammen oder müssen wieder im hintersten Eck von Hoboken anfangen. Also sollte man immer mal wieder vom Gas gehen und vorsichtig fahren. Ansonsten kann es passieren, dass man frustriert neu starten muss. Anders als in GTA zum Beispiel, wo ihr auf dem Navi immer eine Linie mit dem kürzesten Weg angezeigt bekommt, können wir in Mafia nur eine Karte über die Tab-Taste aufrufen. Sprich, ich muss selbst mit meiner Karte den kürzesten Weg durch die Stadt finden. Wundert euch also bitte nicht, wenn während des Spiels immer mal wieder die Karte aufpoppt und ich mich darin etwas umschaue, wo ich als nächstes hinfahren muss. Ich versuche das so wenig wie möglich zu machen, eben weil wir meistens die festen Routen haben. Aber hin und wieder will ich auch schauen, wie weit ich jetzt vom Ziel noch entfernt bin und in welche Straße ich als nächstes abbiegen muss. Wir sind auch schon wieder bei der Giuliano Bridge und bis dahin hatten wir eine angenehme Fahrt mit dem Fahrgast. Also nichts, was nach Wiederholung in dieser Mission schreit. Der Tunnel grenzt direkt nach der Giuliano Bridge an. Wir müssen dazu einfach bei der Ampel vorne nach rechts abbiegen und haben den Tunnel direkt vor unserer Nase. Würde man weiter geradeaus und nicht in den Tunnel abbiegen, hat man eine tolle Strecke geradeaus und kann mit schnellen Flitzern auf Höchstgeschwindigkeit kommen. Auch im Tunnel geht es erst bergab und man kann ordentlich an Geschwindigkeit aufbauen, hat aber meistens auch langsame Vehikel direkt vor sich und dabei kommt es gerne mal vor, dass man die Kontrolle über das Auto verliert. Wenn wir wieder nach oben fahren, dann sollten wir ruhig etwas mehr Geschwindigkeit mitbringen, als es die erlaubten 40 Meilen pro Stunde hergeben. Weil wir mit langsamen Autos wie mit dem Taxi ansonsten bergauf auf der Strecke stecken bleiben und dann keine Chance mehr haben, irgendwie hinaufzukommen. Toll, die haben direkt da oben gewartet. Aber weißt du was, das machen wir jetzt einfach mal. Wir bezahlen jetzt einfach mal das Knöllchen und stellen das Taxi an einer ruhigen Stelle ab und warten auf den Herrn Wachtmeister, dass er neben uns anhält und auf uns zugerannt kommt. Nehmen Sie doch die Straße. Ich tue alles, um Sie hinzufahren. Warum fahren Sie so? Gut, dann fahren wir jetzt den Rest zu Ende. Wir haben es eh nicht mehr weit. Weißt du, ich fand das jetzt gar nicht mal so unpassend, dass wir angehalten wurden, weil so kann man das Polizeisystem eben auch mal in der Praxis demonstrieren. Also so sieht es aus, wenn ihr den Strafzettel unterzeichnet und in Missionen beißt sich das auch gar nicht, weil wir unendlich viel Geld haben. In freie Fahrt müssten wir sammeln, aber hier sind wir vermögend. Also warum nicht einfach mal demonstrieren? Macht ja nichts, wir setzen ihn jetzt ab und dann war es das auch mit brave Bürgerspielen. Das müsste reichen. Stimmt so. Und ich brauche eine Pause. Ich trank einen Kaffee und ruhte mich im Taxi aus, während ich auf neue Kundschaft wartete. Ich war ganz in der Nähe von Salieris Bar. Himmel! Haben wir dich, du Ratte! Du hast Mr. Morello sehr verärgert. Wir werden dir eine kleine Lektion erteilen, damit du es nicht wieder vergisst. Diese Schweine hatten sich mein Nummernschild gemerkt und sich auf die Suche nach mir gemacht.
Louis wird sich deiner Visage annehmen. Jetzt kommt der gefährliche Teil. Wir müssen um unser Leben rennen und haben diese grünen Pfeile über unseren Köpfen, denen wir zwingend in die Gassen folgen müssen. Ich mag diesen Abschnitt überhaupt nicht, weil wenn man nicht die Strecke läuft, die hier vorgegeben ist, hat man sofort verloren und muss wieder am Taxi anfangen und vor ihnen fliehen. Das fand ich früher besonders schlimm, weil man keine Waffen hat, um sich zu verteidigen. Und hier blind im Zickzack durch die Straßen hetzen muss, in der Hoffnung, dass die Typen hinter dir nichts treffen, weil man sich nicht gescheit vor ihnen verstecken kann und halt auch nichts hat, um sich gegen die Schüsse zu wehren. Dann kommen noch so unangenehme Situationen hinzu, wie dieses Auto, das dir entgegenfährt. Ich weiß nicht mehr, wie ich hier rauskomme. Ich renne jetzt einfach mal geradeaus und hoffe, dass man nicht die Sackgasse, die hier auf uns lauert. Ein Weg führt nämlich nach draußen und nein, ich glaube, ich bin gerade mitten in die Falle gelaufen. Das ist Game Over. Nein, der lädt nach. Ey, was für ein Schwein. Dann nehmen wir jetzt auch den richtigen Weg. Wenn der jetzt nicht nachgeladen hätte, wäre es das gewesen. Aber so haben wir noch eine Chance, neben die Bar zu erreichen. Das war wirklich Glück. Also nicht gerade ausrennen, sondern gleich nach rechts abbiegen und durch die nächste Gasse. Es wird aber auch echt knapp, die Gesundheit ist schon fast ganz unten. Aber es ist nur noch einer, hast du das gesehen? Der andere ist einfach verschwunden. Diese Gasse sollte uns jetzt auch keine Probleme mehr bereiten. Ich meine, nur die eine hier hat einen toten Winkel und... Ja, da ist die Bar, das kriegen wir hin. Ey, nee, da kommt jetzt die Straßenbahn und fährt mich über den Haufen. Salieris Jungs kamen mir zu Hilfe, aber ich war in keiner beneidenswerten Lage. Ich hatte die Reparatur des Taxis abbezahlt, aber mein Boss wollte nichts mit der Mafia zu tun haben. Das war nicht gut fürs Geschäft. Die feinen Klamotten von Salieris Jungs zeigten, dass es bestimmt nicht übel war, für ihn zu arbeiten. Und ich hatte nichts zu verlieren. Morello war hinter mir her, also war Taxifahren keine gute Idee. Und die Aussicht auf Salieris Geld war nicht schlecht. Wie ich zu sagen pflege, lieber jung und reich sterben,